Tag allerseits. Wir sind heute hier, um all Ihre Fragen zu beantworten. Jacinda, warum stehen Sie neben einer Katze? Sie hassen doch Katzen. Das ist nicht wahr. Ich liebe nämlich alle Tiere. Und natürlich auch Katzen. Ich bin nur etwas allergisch. Das war alles nur ein Missverständnis. Meine Freundin und ich haben über etwas gesprochen, das wir zufällig gehört haben, ohne zu wissen, ob es wirklich wahr ist. Ja, aber das war falsch. Und hätten wir das nicht getan, hätten sie daraus auch nicht so eine große Sache machen können. Ja, und genau deshalb haben wir Jacinda versprochen, dass wir ihr die Chance geben, ihre Seite der Geschichte zu erzählen, wenn wir wieder was Unschönes über sie hören sollten. Das machen Freunde doch so. Deswegen sind wir heute hier, um zu erzählen, was wirklich passiert ist. Danke, Ladies. Das war bestimmt nicht einfach. Ja, und die Presse hat ein Foto von mir rausgebracht, wie ich die Katze küsse. Also ist alles gut ausgegangen. Oh, toll. Ihr zwei habt wirklich was gut bei mir. Ihr habt die Show gerettet. Diese Produktion bietet euch sicher noch viele Jobmöglichkeiten. Und wenn ihr so weitermacht, werdet ihr vielleicht eines Tages meine Chefinnen sein. Dann sehen wir uns am Set. Ich bin gespannt, was noch alles passiert. Bis dann. Bis dann. Hey, Mom. Hast du kurz Zeit? Na klar, Barbie. Ich richte mich gerade ein. Wir haben noch nicht mit den Flugvorbereitungen begonnen. Was gibt's? Naja, du weißt ja, wie sehr ich es liebe, am Set zu sein. Vor allem mit so vielen tollen verschiedenen Leuten. Du hast den ganzen Sommer von nichts anderem gesprochen. Ja, bisher war es echt super. Und jetzt hat sich vor kurzem die große Chance ergeben, für Jacinda zu arbeiten. Ich würde dabei alles über das Filmemachen lernen. Im Bereich Produktion, Kamera und ich würde sogar lernen, wie man Regie führt. Das wäre wirklich ein Traum. Das klingt toll. Das Filmemachen ist ja was, wofür du dich schon immer interessiert hast. Ich weiß, es wäre perfekt, um alles darüber zu lernen, aber ich weiß nicht recht. Was ist los? Für diesen Job wurde noch nie eine Praktikantin gewählt. Alle anderen Bewerber haben so viel mehr Erfahrung als ich. Ich bin vielleicht zu jung, daher musst du mir sagen, ob ich es versuchen soll oder nicht. Wenn du das wirklich willst, dann musst du das auf jeden Fall tun. Ich dachte mir, dass du das sagst. Aber helfen tut das auch nicht. Barbie Roberts. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Also, das ist nicht die Tochter, die ich kenne. Ja, ich weiß, so kenne ich mich ja auch nicht. Deshalb rufe ich dich ja an. Was ist nun los mit mir? Das klingt ja ganz so, als hättest du deinen allerersten Selbstzweifel. Ach, meinst du wirklich? Das gefällt mir gar nicht. Mach, dass er verschwindet. Ach, meine Kleine. Ich könnte dir den ganzen Tag lang erzählen, wie wunderbar du bist. Aber an dich glauben? Das musst du auch selbst. Normalerweise tue ich das ja auch immer, Mom. Ich will diesen Job so sehr, aber dann denke ich wieder, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Die Angst zu versagen kann zwar ein ziemlich schwieriges Hindernis sein, aber vertrau mir, Barbie, du kannst es überwinden. Wie denn? Ich zum Beispiel denke immer an Frauen, die ich bewundere. Und wenn die das können, kann ich das auch. Frauen wie Bessie Coleman, die erste schwarze Frau mit Pilotenlizenz. Sie ist ein Vorbild, eine echte Pionierin. Das war sie. Wo wäre ich heute, wenn sie nicht den Mut gehabt hätte, ihren Traum zu verwirklichen? Es gibt so viele mutige und erstaunliche Frauen, die mich in vielen Situationen inspirieren. Frauen wie Oprah, Mae Jemison oder Misty Copeland. Beyoncé. Yara Shahidi. Ava DuVernay. Ja, eine großartige Regisseurin, die eine ganze Generation von Filmemachern inspiriert hat. Und das möchte ich auch sein. Eine Inspiration für andere. Siehst du, da hast du deine Antwort. Du meinst also, ich soll's versuchen? Ich finde nur, die Angst sollte dich nicht davon abhalten, es überhaupt zu probieren. Solange du das nicht tust, wirst du nie wissen, was du alles erreichen könntest. Und weißt du was? In dir steckt so unglaublich viel Talent. Danke, Mom. Danke fürs Zuhören und für die Unterstützung. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Du bist toll. Bis dann, Kleine. Hey, Mom, ich weiß, ihr fliegt bald los, aber... Einen Moment. Was gibt's Neues, Schatz? Ich hab mich beworben.
Und ich hab den Job. Wow, das ist toll, Barbie. Jacinda hat gesagt, sie sei beeindruckt, dass jemand, der so jung ist wie ich, so viel Leidenschaft hat. Das heißt, was dich anfangs am Bewerben gehindert hat, hat sie im Nachhinein am meisten beeindruckt. Also, ich habe an dir nicht eine Sekunde gezweifelt. Aber jetzt müssen wir wirklich loslegen. Ich weiß, alles gut. Danke, dass du meine Inspiration bist. Und du bist meine. Bis dann, meine Kleine. Bis bald. Und? Wie gefällt euch beiden euer neues Büro? Das ist der beste Arbeitstag aller Zeiten. Ich wusste, dass es euch gefällt. Na, dann genießt erstmal euren freien Tag. Die richtige Arbeit beginnt für euch morgen. Wir fliegen nämlich nach Paris. Paris? Wie bitte? Ja. Macht euch bereit. Dieses Abenteuer ist erst der Anfang. Bis später. Tausend Dank für alles, Jacinda. Wir sehen uns. Ups. Was ist das? Oh, das gehört da nicht hin. Ich habe ein Video gemacht über unseren wunderbaren Sommer am Set. Oh, wow, das muss ich sofort sehen. Na gut, aber es ist noch nicht fertig, also sei gnädig mit deinem Urteil. Das bin ich doch immer. Dann warte aufs große Finale. Geh bitte auf die Rutsche, dann zeig ich's dir. Also los! Dieses Kapitel ist vorbei, aber wer weiß, wohin uns das nächste Abenteuer führt. Ich meine nach Paris.